Übung Teil 2, Gleichungssystem entwickeln aus einer Sachaufgabe. Ihr schreibt jetzt mal mit, wir schreiben praktisch die Fakten einzeln auf. Und zwar, Carlas Mama, Komma, Paula, Komma, sagt in Gedanken verloren zu ihrer Tochter, heute bin ich viermal so alt wie du, aber in 12 Jahren bin ich nur noch doppelt so alt. Das müssen wir, diesen Satz, den müssen wir jetzt irgendwie mit M und P, wie Mama und Paula, irgendwie hinbasteln. Also Carlas Mama, die heißt Paula, so ist es, sagt in Gedanken verloren zu ihrer Tochter, die nennen wir T, heute bin ich viermal so alt wie du, aber in 12 Jahren bin ich nur noch doppelt so alt. So, jetzt machen wir mal Pause. Ja, beide altern, das stimmt. Also, Paula, die Mama, sagt, ich bin viermal so alt wie Tochter. Wenn man sagt, Paula ist viermal so schwer, dann wäre das vielleicht deutlicher zu klären. Aber wir nehmen mal das Paula-Alter und das Tochter-Alter. Also ist Paula-Alter, Alter, gleich viermal Tochter-Alter. So, das wäre der erste Satz. Den hätten wir schon mal im Sack. Jetzt Carla geht zu ihrem Bruder Fritz, 9 Jahre älter als seine Schwester. Oh je, Carla. Carla wird dann Carlas Mama, also wird Carla die Tochter sein. Dann können wir auch das T ersetzen zu K. Das ist wesentlich besser. Dieses Gegeben, also diese Kurzform, die muss man manchmal umschreiben nochmal im Nachhinein. Da hinten gibt es ein Problem oder was? Was denn? Na gut, schön. Nochmal. Carla geht zu ihrem Bruder, der ist Fritz. 9 Jahre älter als seine Schwester. Wie schreiben wir das? Carla ist 9 Jahre älter als. Wir sind wieder da. Ne? Carla, nochmal den Satz. Carla geht zu ihrem Bruder Fritz. 9 Jahre älter als seine Schwester. Also, Fritz ist 9 Jahre älter. Mit anderen Worten, wir können sagen, Carla ist Fritz minus 9 Jahre. So kann man es auch ausdrücken. Ich könnte es auch so ausdrücken, dass ich sage, Carla, Gesundheit, plus 9 ist gleich Fritz. Auch das geht. Also eine von beiden. Die hier sind beide gleichwertig. Und das ist beides dasselbe. Gut. Jetzt kommt die Geschichte. Jetzt sagt sie, sie erzählt ihm diesen Satz der Mutter. Jetzt müssen wir nochmal auf den Satz der Mutter gucken. Weil da fehlt uns noch was. Sie sagt nämlich, die Mutter, die Paula sagt, heute bin ich viermal so alt wie du. Aber in 12 Jahren bin ich nur noch doppelt so alt. Und diesen Satz, diesen zweiten Teilsatz, in 12 Jahren bin ich nur noch doppelt so alt wie du. Das müssen wir auch noch mit aufschreiben. Jetzt haben wir gesagt, okay, nochmal diesen Halbsatz, aber in 12 Jahren, also 12 Jahre später, plus 12 Jahre, bin ich nur noch doppelt so alt wie du. Jetzt sind wir am Überlegen. Paula ist 12 Jahre älter, okay. Und jetzt mit Klammer oder ohne Klammer, ist es dann zweimal jetziges Alter und 12 Jahre drauf, müssen wir das in Klammern setzen? Machen wir eine schnelle Probe, eine Mini-Probe, ob wir das richtig hingeschrieben haben. Nehmen wir mal an, Paula ist heute. Heute muss das obere gelten und das untere muss später gelten. Heute ist Paula gleich 10 Jahre und 40 Jahre und Carla müsste demzufolge 10 Jahre sein. Probieren wir es mal aus. Jetzt müsste die zweite auch stimmen. Das war die zweite. Paula plus 12 ist, 40 plus 12 ist 52. Und dann muss gelten, 2 mal 10 plus 12 ist 22. Naja gut, das stimmt jetzt nicht, weil wir das richtige Alter nicht genommen haben. Wenn wir die Klammer wegließen, würde es aussehen wie 2 mal 20 plus 12 ist 32. Dann stimmt es gar nicht mehr. Merkt ihr das? Deswegen die Klammer. Da muss man manchmal ein bisschen probieren. Also nochmal, das ist mit Klammer. Kleinen Moment, ich mache gleich weiter. Und ohne Klammer. Scheiß. Oh, Quatsch. Klammer. Und ohne Klammer würde es so aussehen. 52 würde stimmen, aber zweimal, und jetzt schreiben wir 10. 2 mal 10 ist nämlich 20 und jetzt plus 12. Dann wären es nur das hier, nur 32. Tja, was ist jetzt besser? Das ist 44 und das. Und da müssen wir mit jangeln. Hier gibt es eine Bemerkung und eine Frage. Also, fassen wir noch zusammen. Carlas Mama, Paula sagt den Gedanken verloren zu ihrer Tochter. Heute bin ich viermal so alt wie du, aber in 12 Jahren bin ich nur noch doppelt so alt. Gut, das haben wir eben auch mit Probe nochmal ein bisschen unterstützt. Und jetzt kommt der nächste Satz. Carla geht zu ihrem Bruder Fritz, 9 Jahre älter als seine Schwester. Das haben wir oben entweder so oder so ausgedrückt.
Und sie erzählt ihm diesen Satz der Mutter, ne, den eben genannten Satz. Fritz, der gerade in Mathe solche Aufgaben löst, weiß natürlich die Alter seiner Mutter und seiner Schwester. Aber er überprüft mittels Gleichungssystem die Aussagen seiner Mama und sie ist richtig. Wie alt sind Carla, Paula und Fritz? Also gesucht. Carla, Paula, Fritz. Also er weiß es zwar, aber er sagt, das mache ich mit Gleichungssystem und probiere das mal aus. So, und jetzt müssen wir uns hier aus diesem, sagen wir mal, das ist ja hier bloß die Probe gewesen, jetzt müssen wir uns hier aus diesen Gleichungen irgendwas basteln, womit wir das rausbekommen. Ich schlage Folgendes vor. Fritz, den rechnen wir später aus. Erstmal müssen wir mit diesen beiden klarkommen. Denn wir haben gesehen, bei der Probe kommt entweder so ein Quatsch oder so ein Quatsch raus, weil wir das richtige Alter von den beiden nicht haben. Wir können Folgendes machen, wir können probieren. Oder wir machen es mit Gleichungssystem. Gut, Moment. Und wunderbar. Wir haben festgelegt, okay, wir nehmen die beiden Gleichungen. Das ist unsere erste, das ist die zweite. Und jetzt haben wir das Gleichungssystem so aufgestellt, nochmal, beide werden älter. Paula wird älter, Carla wird älter. Und jetzt werden wir mal sehen, wie wir das lösen. Und das macht ihr mal zu Hause. Dieses Gleichungssystem und ich mache Pause. So, jetzt haben wir hin und her gerechnet und wir haben es mal ausprobiert. Wir machen mal die Probe und wir werden gleich auf ein Paradoxon stoßen. Also, wir haben die erste in die zweite eingesetzt. Tralala, Carla, die Kleine, ist 6 Jahre. Probieren wir mal. Paula muss dann 24 sein. Stimmt das? 4-mal so alt. Wir müssen noch die Probe machen, wie es in 12 Jahren ist. Moment. Genau. Also, das klappt bis dahin. Wir müssen aber noch die Probe machen, ob das stimmt. Machen wir mal die Probe ganz schnell, ob die beiden Frauen wenigstens richtig alt sind. Carla und 12 wäre Carla 1, wäre dann 18. Dann wäre Paula 1, also entsprechend, oder Carla 12 und Paula 12, 12 Jahre älter also, 24, 12, 36. Doppelt so alt? Stimmt. Jetzt brauchen wir bloß noch Fritz auszurechnen und jetzt kommt es zu dem sogenannten Paradoxon. Fritz ist derzeit 15. Na gut, das mag ja sein. Ne? Carla ist 6, 9 Jahre älter, 15. Jetzt kommt aber der Hammer an der Geschichte. Das hieße, wenn die gute Mama den Fritz geboren hat, dann wäre sie etwas zu jung gewesen. Das ist in diesem Fall leider so passiert. Das soll keine Anstiftung zum Vorehelichen und... Gut, wir schließen das Video an der Stelle erstmal ab und machen den nächsten Teil, damit das nicht so lang wird. Mit einem freundlichen...